Der blaue Teufel kommt! Abteilung! Halt! Blauen Teufel töten unsere Krieger, Frauen und Kinder. Der weiße Mann ist grausam, aber wir sind stärker. Unsere Pfeile verletzen ihn nicht. Dann kann ihn nur der große Manitou vernichten. Unsere Brüder und Schwestern sollen fliehen, so wie der Hirsch vor dem Löwen flieht. Das Land gehört uns, wie es unseren Vätern gehört hat. Das geschriebene Gesetz des weißen Mannes sagt, dass ihm die Wälder, die Flüsse, die Seen und alle Schätze gehören. Damit waren wir nie einverstanden. Die Gesetze werden von den Mächtigeren gemacht. Die Schwächeren müssen sie befolgen, ob sie damit einverstanden sind oder nicht. Die Zeichen sagen, dass bald ein neuer Häuptling kommen wird. Der große Geist wird ihm die Kraft verleihen, die blauen Teufel zu vernichten. Er wird an den unversiegbaren Quellen der Weisheit lernen. Wenn die Zeit reif ist, wird er nach Norden reiten und die Häuptlinge aller freien Stämme werden seine Lehrer sein. Er wird den blauen Teufeln Einhalt gebieten. Der Name dieses tapferen Kriegers ist Kuchiyo. Na, na, na.
los. Komm zu mir. Gut, Cuchillo. Thank you.
Es gefällt dir, was? Soll ich dir zeigen, wie es geht? Mhm. Komm. Der Punkt muss hier genau in der Mitte sein und dann zielst du auf die Flasche. Wenn alles übereinstimmt, ziehst du hier ab. Ja, mit diesem Pflanzengift gelingt es mir, Tiere zu lähmen. Wenn das Gift durch eine kleine Wunde in den Körper gelangt, werden sie unfähig, sich zu bewegen. Und genau wie bei diesem Vogel wirkt es auch bei einem Menschen. Er kann sich nicht mehr von der Stelle rühren. Wird er wieder fliegen können? Du wirst gleich sehen, was passiert. Er wird wieder fliegen. Und auch für dich wird es Zeit, dass du ausfliegst. Ich hatte viel Freude mit dir. Aber deine Lehrzeit ist nun beendet. Du musst jetzt zurück zu deinem Volk und sein Schicksal mit ihm teilen. Der Häuptling versprach uns Decken, Kleidung, Lebensmittel und Medizin. Wir haben lange gewartet. Doch der weiße Mann hat sein Versprechen wieder nicht gehalten. Wir wollten Getreide anbauen. Aber der Himmel gab uns keinen Regen. Warte! Jetzt hab ich's! Gleich. Hunger, Elend, Tod und Verzweiflung. Das ist jetzt das Schicksal der stolzen Apachenkrieger.
Ich sehe keine jungen Männer hier. Sie hatten die Wahl, für die weißen Herren zu arbeiten oder in die Berge zu fliehen. Die weißen Teufel bestimmen jetzt, was hier geschieht. Was willst du hier? Ich komme im Namen meines Volkes. Und was will dein Volk? Decken, Lebensmittel, Medizin. Wie es uns zugesagt wurde. Lieutenant. Geben Sie ihm 3 Flaschen Whisky. Und schicken Sie ihn zurück ins Reservat. Der Nächste. Blockiert. Sieht nach einer Falle aus. Thank you.
Indianer, General. Es interessiert mich nicht, wer ihr seid und woher ihr kommt. Aber ihr sollt wissen, dass ihr gut bezahlt werdet. Ihr sollt zwei Dinge für uns auskundschaften. Wer organisiert diese Überfälle? Und welche Absichten stecken dahinter? Verschwindet! Man muss die Indianer in den Reservaten unter Druck setzen. Sie bekommen weniger zu fressen und keine Medikamente mehr. Mit denen werde ich schon fertig. Das ist alles, Lieutenant. Alles absitzen! Die Wagen quer zu mir stellen! Los! Robert, schneller! Absitzen! Kompanie, halt! Kein Erfolg, General. Nun? Welche Nachrichten gibt es von den Rebellen? Habt ihr irgendetwas rausbekommen? Es ist nur ein Mann. Was? Nur ein Mann? Und wer ist dieser Mann? Man nennt ihn Cuchillo. Wo ist er? Genauso gut kannst du fragen, wo der Wind ist. $100. Und ein Fass Whisky auf seinen Kopf. Mhm.
Los, los, beeilt euch! Thank you.
Cuchillo. Pistole! In der Tasche! Ach, dieses Zeug! Wie gehst du denn mit meinen Sachen um? Ich verreise nie ohne meine Pistole. Sie werden uns umbringen. Munition. Du hast doch den Stöpsel noch drauf. Denen werde ich Feuer und dann hinter machen. Nicht schießen! Diese Sache mit dem Waffentransport. Damit sind die Indianer besser bewaffnet als wir selbst. Aber das größte Problem ist ihr Anführer. Er wiegelt alle gegen uns auf. Erst war dieser Cuchillo allein. Aber jetzt folgen ihm immer mehr Apachen. Sie verehren ihn. Sie bewundern ihn. Sie respektieren ihn. Sie sehen einen Befreier in ihm. Dieser Spuk muss ein Ende haben, ist das klar? Zu Befehl, General. Was gibt's, Lieutenant? Da ist ein Indianer, der uns zu Cuchillo führen will. Können wir ihm trauen? Das ist eins von den neuen. Lieutenant? Sie haben bis zum Morgengrauen Zeit, dann will ich ihn haben. Egal, tot oder lebendig.
Und jetzt raus! Wenn du nicht reden willst, okay. Im Coyote Canyon. Alles klar. Das Gift hat dich gelähmt. Aber du kannst noch hören und fühlen. Du wirst sterben, wie es ein Verräter verdient hat. Thank you.
ein paar kleine Diebstähle, ein Postkutschenüberfall. Es waren kleine Fische, aber nun rauben sie ganze Waffentransporte. Wissen Sie, General, ja, ja, Mr. Carson, Sie sind ein guter Freund der Indianer. Und das ist auch genau der Grund, weshalb ich Sie zu mir gebeten habe, Mr. Carson. Tun Sie mir einen Gefallen. Reiten Sie in die Berge und suchen Sie Cuchillo. Sagen Sie ihm, dass ich mit ihm sprechen will und dass ihm nichts passiert. Er wird mich fragen, warum. Warum? Ich will von ihm wissen, warum kämpft er und für wen kämpft er. Vielleicht kämpft er für seine Freiheit. Seine Freiheit? Mr. Carson, ist Ihnen eigentlich bekannt, dass Paragraph 14 unserer Verfassung allen Bürgern persönliche Freiheit garantiert? Und zwar allen, sogar den Negern. Es gibt nur eine Ausnahme, die Indianer. Und trotzdem, wenn Cuchillo die Waffen zurückbringt, die er gestohlen hat, werde ich sofort an alle Reservate die doppelte Menge an Lebensmittel ausliefern lassen. Und natürlich geht er straffrei aus. Und wenn er nicht will? Wird sein Volk bezahlen. Er kann sich nicht weigern. Nein. Cuchillo, dass Kid Carson mit ihm reden will! Was führt dich herauf in die Berge, Kid Carson? General Boyd will dich sprechen. Sofort.
Was will der blaue Teufel? Er will, dass du die Gewehre zurückgibst. Dafür wird er von einer Bestrafung absehen. Und dein Volk soll die doppelte Menge Lebensmittel erhalten. Kann ich ihm trauen? Nein. Er will dich haben. Und um das zu erreichen, wird er vor nichts zurückschrecken. Er wird alle Frauen und Kinder deines Stammes töten. Wie treffe ich ihn? Heute in 2 Tagen im Dorf des Todes. Bist du Cuchillo? Was willst du, blauer Teufel? Ich will wissen, was du vorhast. Ich muss es wissen. Du weißt es bereits. Hör zu, Indianer. Dieses Land hat klare, gültige Gesetze. Und auch du musst dich daran halten. Hast du dich immer daran gehalten? Ich bin der Vertreter dieser Regierung. Und als General der Armee bin ich verantwortlich für die Sicherung des Friedens. Du lügst. Ich weiß, dass du mein Volk hast.
gibst deinen Soldaten eine Belohnung für jeden toten Indianer. Du verwüstest unsere Felder und raubst unsere Tiere. Deine Männer vergewaltigen unsere Frauen. Ich bin nicht gekommen, um mit dir zu verhandeln. Ich bin gekommen, um dich zu holen. Wirst du dich ergeben? Nein. Dann werde ich dich von nun an jagen. Wie einen Kojoten. Kein Mensch lebt ewig. Ewig sind die Flüsse und der Himmel. Ein Jammer. Ich hätte zu gerne verhindert, dass du in der Erinnerung deines Stammes als Held weiterlebst. Ich bitte dich. Töte ihn. Ich denke, es besteht keine Notwendigkeit, auf den Richter zu warten. In diesem eindeutigen Fall werden Sie das Kriegsgericht bilden, meine Herren. Oder einen Verteidiger, General? Indianer haben keine bürgerlichen Rechte. Darum sehe ich keinen Grund, einen Verteidiger zu ernennen. Morgen Mittag, 12 Uhr, wird Cuchillo so lange am Hals aufgehängt, bis er tot ist. Das ist alles, meine Herren. Cuchillo wird gehängt. Morgen Mittag um 12 Uhr. Ich werde den Fall vor die Regierung bringen. Carson. Sie haben einen Sohn von einer Cheyenne-Indianerin. Oder? Sie sollten die Dinge laufen lassen, wie sie laufen.
Halt! Stehen bleiben! Lieutenant! Vorwärts! Vorwärts, Männer! In einer Linie! Feuer! Feuer! Feuer!
Wir ziehen uns zurück. Zurück! Lieutenant! General? Sie wählen Ihre beiden besten Schützen aus. Sie sollen sich um den Berg herum anschleichen und ihm auf Zeichen in den Rücken fallen. Das dauert mindestens 4 bis 5 Stunden. Und alles ohne jeden Feuerschutz. Ich befehle es Ihnen. Genügend Munition. Auch wenn noch mehr Soldaten kommen, können wir uns bis zur Nacht verteidigen. Sie kommen hier nicht rein. Aber wir auch nicht raus. In der Nacht werden wir über den Berg gehen. Lieutenant, fertig machen zur Attacke. Wir müssen sie ablenken. Bereit zur Attacke. Lieutenant, greifen Sie an. Fertig zum Angriff! Vorwärts! Befehl zum Feuern! Feuer frei! Lieutenant,
Ich brauche 3 Mann für einen Spezialauftrag. Landis, Nelson und Jackson sollen sich bereithalten. Zu Befehl, Lieutenant. Cuccio! Ich habe deine Frau hier! Und die von Carson! Werft eure Gewehre weg! Oder ich töte die beiden! Cuccio! Entweder sie oder du! Kümmert euch um die Verwundeten. Wir ziehen ab.